Hallo Friends und willkommen zu diesem neuen Video und zu einem weiteren Part Animal Crossing. Wir wollen nämlich weiter das Spiel erkunden, sehen, was noch so auf uns wartet, wie sich unsere Insel weiterentwickelt und was wir noch Neues erfahren werden, was es noch Neues gibt. Wir werden vielleicht auch mal unsere Flugmalen nutzen, um einmal ja eine besondere Insel zu erkunden, um ja unsere Insel mal zu verlassen. Ich bin sehr gespannt, was heute alles anstehen wird, wie wir weiter fortfahren werden und wünsche euch ganz viel Spaß. Test, Test, 1, 2, 3. Hallo miteinander. Ach du liebe Güte, tut mir leid. Puh, das war laut. Hallo miteinander. Ab heute gibt es Inseldurchsagen zu allem, was hier auf unserer kleinen Insel gerade zu tut. Ich werde Ankündigungen machen, die sehr wichtig für das Leben auf der Insel sind. Also Ohren auf, ja? Entschuldigung, Leute. Wie reden die Animal Crossing Charaktere? Ich führe vor. Aber man muss immer bedenken, am Anfang und am Ende ist es immer derselbe Laut. Also er würde jetzt so sagen. Also am Ende dieses Ja-Ja wird man immer so ein bisschen raushören. Okay, lasst uns gemeinsam den brillanten Eugen hier auf Star City willkommen heißen. Wupp, wupp. Leute, wir haben jetzt Eugen. Wir haben jetzt ein Museum und können endlich unsere ganzen Tiere loswerden. Eugen interessiert sich sehr für die Biologie auf unserer Insel, ob gegenwärtig oder prähistorisch. Wer ihm helfen möchte, meldet sich bitte in seinem Zelt. Mach mal. Ach, der hat bisher auch nur ein Zelt. Ich dachte, der hätte jetzt hier schon seinen... Naja. Er freut sich über jeden, der einen Beitrag leistet. Das war alles. Und jetzt macht euch einen schönen Tag. Dankeschön, das war alles. Es freut mich. Danke. Ich habe gestern Sachen bestellt. Ich weiß zwar nicht, wer Jakob ist, Leute. Aber brandneue Artikel. Danke. Freut mich. Total cool. Jakob, wer bist du? An meine zukünftigen Untertanen. Ich werde euch am 31. Oktober zu Halloween heimsuchen. Meine Kürbisköpfe bewundert bis dahin dieses Porträt von mir und sammelt fleißig Süßigkeiten, wie es sich für brave Untertanen gehört. Jakob, der Prinz von Halloween. Ich kann nicht mehr. Neulich bei der Ritze, als Nadine und Caro ein Kanonengespräch anfingen und Nadine zum Schluss noch Animal Crossing sprach. Leute, ich werde irgendwann ein Buch drehen, ein Film, ein Buch drehen. Ein Buch schreiben, ein Film drehen, irgendwas. Und da wird alles... Genau, Jolly, das Peach-Kleid. Ich kann nicht mehr, Leute. Das ist jetzt angekommen. Caro, es gibt ein Peach-Kleid. Und das habe ich gekauft. Und ich möchte irgendwann auch noch die Peach-Schuhe. Und es gibt dann auch noch eine Peach-Krone. Und das möchte ich alles haben, okay? Also, ich ziehe uns das jetzt an, ja? Es wird jetzt ganz besonders. Wie toll war das? Ich möchte das bitte nochmal einmal, hört nochmal das Geräusch, ja? Wie wunderbar ist das denn bitte? So, dann haben wir noch, Jakob hat uns noch ein Geschenk geschickt. Kommt noch in die Tasche. Mama hat uns geschrieben. Meine liebe Naka, wie geht es dir in deiner neuen Heimat? Isst du auch ordentlich? Falls ja, putzt du dir danach immer die Zähne? Oh je, lass dich von mir nur nicht stressen und genieße das beigelegte Andenken an uns. Okay. Ja. Danke, Mama. Wunderschön. Und die Akademie. Wir haben bestimmt 0 Punkte. Glückwunsch zum neuen Heim. Die Akademie des schönen Hauses sendet hiermit herzliche Grüße. Unser Ziel ist, dir bei der stetigen Verschönerung deiner Behausung behilflich zu sein. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit. Anbei, ein Geschenk zur Einweihung. Vielen Dank. Herzlichen Glückwunsch zur Fertigstellung deines neuen Heims. Hier ein paar Tipps zum Einzug. Okay, Leute, wir haben jetzt ein Haus. Licht an- und ausschalten. Oh mein Gott, wie cool. Zum Einrichtungsmodus wechseln und Lager öffnen. Während du dich in deinem Haus aufhältst, kannst du deine Tasche öffnen, Möbel oder andere Items direkt lagern. Nein, ich möchte nicht da drauf. Ich möchte das verstellen. Ist halt noch ein bisschen mickrig hier alles, ne? Sag ich halt, wie es ist. Aber wäre mir zumindest mal ein Haus und kein Zelt mehr. Ich glaube, bei Regen wäre das auch belastend, hätten wir ein Zelt noch. Was heißt endlich? Ich habe direkt am ersten Tag unseren Kredit abbezahlt. Und das hier hat Nintendo uns geschenkt. Süß, oder? Das Bild. Ich finde das süß. Ich kenne die Leute zwar nicht, aber es ist trotzdem süß. So. Okay. Wir können ja auch die Geschenke öffnen. Ein Porträt von Jakob.
Kein Platz zum Aufhängen, Entschuldigung. Und was haben wir noch bekommen? Ich glaub's ja nicht, wir haben Pfirsiche. Wir können jetzt endlich andere Früchte eingraben und können dann. Kriegen einfach so viel mehr Geld. Also, dein Bett passt optisch richtig gut zu deinem Kleid. Finde ich auch, oder? Ich finde, das hat total was. Also, Peach am Campen. Kann man mal machen. Das Kleid ist echt süß, ja, total. Ich hätte Rosalina noch mehr gefeiert. Das blaue Kleid finde ich total schön, aber Peach ist halt auch einfach geil. So, was haben wir hier? Ein Holznachttisch können wir uns bauen. Oh Gott, wir können uns alles selber bauen. Okay, jetzt möchte ich aber bitte einmal das Bild von Jakob sehen. Es ist schon ein bisschen groß, ne? Es ist schon wirklich ein bisschen sehr groß. Also, der Jakob, der gönnt sich. Weiß nicht, ob ich das ein bisschen gruselig finde. Okay, jetzt kann ich euch ja nochmal hier... Hier ist jemand gestrandet. Der Gulliver. Schmatz, Schmatz, Schmatz. Also bleibt der jetzt hier liegen oder wie läuft das? Am Haus leuchtet was. Die Blumen, ne? When you try your best, but you don't succeed. Gulli, der Gulli. Ja, irgendwie blinken die Blumen, aber ich weiß nicht warum. Also ich sammle die Äxte schon mal ein, weil die werden wir definitiv jetzt brauchen. Seht ihr das? Wir können halt noch nicht auf die andere Seite. Es gibt halt keine Brücke. Und wir haben auch noch nicht das Teil, mit dem man sich auf die andere Seite hüpfen kann. Also man kann mit so einem Stock auf die andere Seite hüpfen. Haben wir aber auch noch nicht. Das heißt, wir sind gerade noch ein bisschen am S, weil wir nur auf den Abteil, den ihr unten seht, zugreifen können. Und das ist ein bisschen kacke. Deswegen wäre eigentlich heute mein Life-Goal, wenn ich das mal so sagen darf, dass wir dieses Ding erhalten. Da ist eine Schnecke. Die hätte ich gerne. I want the Schnecke. Ha! Eine Schnecke. Was genau macht dich denn zur Schnecke? Unlustig. Okay. Hier ist jemand Neues, oder? Nee, ist Aki. Aber wir quatschen gleich mit denen. Ich möchte jetzt zuallererst Eugen begrüßen, damit wir dem direkt ein paar Sachen geben können. Ich hoffe, der kann schon was annehmen. Sonst wäre er natürlich blöd. Hallo Eugen, wie geht's dir? Schön, dich wieder also zum ersten Mal hier zu sehen. Sehr erfreut, Sie kennenzulernen. Mein Name ist Eugen. Das Ökosystem dieser Insel hat mein Interesse geweckt. Daher beschloss ich, hier Forschung zu betreiben. Ah, handelt es sich bei Ihnen etwa um Naka? Sie wählten den Standort dieses Zeltes? Ganz genau. Vortrefflich. Ihnen verdanke ich es also, hier ungestört meine Flügel ausbreiten zu können. Ich erwähnte meine Forschung. Offen gesagt ist mir daran gelegen, hier ein Museum zu eröffnen. Zu diesem Zwecke werde ich mich langfristig hier einnisten. Bringen Sie mir also eine neue Fisch- oder Insektenart und meine ewige Dankbarkeit ist Ihnen gewiss. Ist das Museum erst erbaut, werde ich diese zusammen mit denen, die Sie Tom Nuke gaben, ausstellen. Nun, wie ich zugeben muss, gibt es hinsichtlich des Neubaus ein nicht zu unterschätzendes Problem. Der aktuelle Mangel an Ausstellungsstücken ist der Baugenehmigung für ein Museum äußerst hinderlich. Die Baugenehmigung stellt doch zu 100% Tom, unser Tommy aus und der hat doch gesagt, er soll kommen. Äxte, Ohana, die gefährlich bist du. Ich denke, da müssen erst mehr Bewohner dazu kommen. Dann wird die Brücke gebaut. Ja, also die Brücke brauchen wir zum Glück noch nicht. Sondern du kannst es halt auch mit so einem Stock machen. Aber wir brauchen die Bauanleitung für diesen Stock.
Und wenn ich einmal so frei sein darf, an dieser Stelle kommen sie ins Spiel. Ich plane nämlich nicht nur Insekten und Fische auszustellen, sondern auch Fossilien. Wie es der Zufall will, erstreckt sich jenseits des Flusses ein größeres Gelände. Jenseits des Flusses, da kann ich leider noch nicht hin, weißt du? Für jenem unerschlossenen Stück Land findet sich mit Sicherheit eine Vielzahl der vorzüglichsten Fossilien. Doch dieser Fluss ist ein Hindernis. Oh mein Gott, er spricht es an, er spricht es an. Doch dieser Fluss ist ein Hindernis, das erst einmal überquert sein will. Mir kommt eine Idee. Sie ist so wild wie diese ungezähmte Insel. Einen Moment bitte, Naka, während ich die Daten an die Nukfon übermittle. Hallo Mario, wie geht's dir? Mir geht's sehr, sehr gut. Ich hoffe, dir auch. Also heute war nicht so schöner Tag, aber jetzt geht's mir supi. Genau, aber schön, dass du hier bist. Wie Sie sehen, kann man aus einem vor Ort verfügbaren Holz einen Sprungstab bauen. Oh Leute, Gott sei Dank können wir einen Sprungstab bauen. Er hat uns endlich eine... Jetzt ist unser Leben gerettet, ne? Ich sag's, wie es ist. Dass es jetzt supi ist. Geht, freut mich. Achso. Dass es jetzt supi geht. Falsch vorgelesen. Das ist lieb von dir. Wie Sie sehen, kann man aus dem vor Ort verfügbaren Holz einen Sprungstab bauen. Er eignet sich perfekt dazu, eine Person über den Fluss zu katapultieren. Des Weiteren schickte ich Ihnen die Anleitung für eine Schaufel, mit der sich Fossilien ausgraben lassen. Erlauben Sie mir also nun, zu meinem Anliegen zu kommen. Mit Ihrem Einverständnis möchte ich Sie bitten, den Fluss zu überqueren und nach Fossilien zu graben. Ach du liebe Zeit, da wollte ich mich nun vorstellen, plötzlich ist es zu einem Vortrag ausgeartet. Worauf ich mir hinaus wollte, ist, um das Museum zu eröffnen, benötige ich 15 weitere Ausstellungsstücke. Gar kein Problem. Nun, wenn Sie Ihre wertvollen Funde stiften würden, wäre Ihnen meine ewige Dankbarkeit sicher. Das ist doch gar kein Problem. Ich will etwas stiften. Also, ich weiß nicht, was wir schon alles gestiftet haben, aber ich hätte hier auf jeden Fall eine Schnecke, die habe ich noch nicht gestiftet. Hilfe, eine Schnecke, oh Graus. Ach stimmt, er mag keine Insekten. Und hallo Aurelia, schön dich wieder zu lesen. Ich hoffe, dir geht's gut und du hast einen schönen Tag. Nee, brauchst du nicht. Doch, ich hab noch etwas. Echt? Alles, was nicht abgegeben ist, ist nicht grau. Krass. Ich dachte, ich hätte die Sachen alle schon Tom gegeben. Naja, dann machen wir es jetzt. Ja, bald singen, ausprobieren, schnuppern. Oh, wie cool. Das klingt super. Dann wünsche ich dir ganz viel Spaß. Das klingt toll. Ein Seepferdchen. Nee, kann gerade nicht, sorry. Also, ich finde es ja toll, wenn die mit mir reden, aber die müssen mir jetzt nicht zu jedem Tier alles erzählen. Doch, dann habe ich ganz viel für dich. Aber das ist toll, dass jetzt mittlerweile die Sachen, die ich schon abgegeben habe, ausgegraut sind, weil das war früher so ein Pain. Ich habe mal alles 500 Mal abgegeben. Ich hoffe, es wird, wie ich mir vorstelle. Oh, bestimmt. Also es ist schon super, super cool, dass du das ausprobierst. Wenn werde ich durchhalten für Leon. Ach, mach das zusammen. Oh. Ja, du kannst auch alles auf einmal abgeben. Ach so! Ups. Ach so. Okay, ich verstehe. Ja, wünsche ich trotzdem viel Spaß. Es wird bestimmt sehr, sehr gut. Oh mein Gott, man kann mehrere Sachen auf einmal. Also das ändert mein Leben, warum ich das. Nee, kann man echt? Ich hab's aber gerade. Muss ich dann was anderes drücken? Ja.
Was muss ich denn dann drücken? Wie markiere ich denn? Weil wenn ich A drücke, dann wie markiere ich das denn jetzt? Wenn ich A drücke, dann wählt er das ja direkt aus. Ich weiß nicht, wie man das macht. Wahrscheinlich macht man das, wenn man die Switch so benutzt, dass man das dann anklickt, ne? Mit Touch. Oh nein, ich hoffe sehr gerne. Okay, Guppies. Guppies. Wunderbar, danke schön. Oh, interessant. Ja, vortrefflich, danke. Okay, ja. Ich habe etwas. Okay, Leute, müssen es jetzt noch ein paar Mal anhören. Hm, kann es auch sein, dass er am Anfang mal sabbelt, aber nachher nicht, wenn er das Museum ausbaut. Achso. Kann gerade nicht. Tatsächlich? Ja, also sei doch einfach froh, dass ich dir schon hier das übergebe. So, wir hätten noch einen Zitronenfalter. Lurk aufräumen. Okay, mach das, Caro. Und natürlich danke, dass du aufräumst, ne? Weil da habe ich ja auch was von. Wir natürlich noch was. Ja, aber er möchte ja auch die Insekten, ne? Jetzt kriegt er wieder einen Schrecken. Lieber nicht. Nur noch 7 Funde, dann können wir das Museum schon eröffnen. Das ist richtig gut, Leute. Können wir hier irgendwas anklicken? Nee, ne? Schade. Ja, das mit den Insekten, das wusste ich noch tatsächlich. Hallo, wie geht's? Und weil wir jetzt immer mehr Hausbesitzer haben, stimme ich dir zu, wir brauchen einen Laden. Aber was Baumaterial angeht, sollten die Häuser unserer Kunden Priorität haben. Ich bin mir sicher, dass du eine Lösung für dieses Problem findest. Ihr beiden habt mir schließlich schon jahrelang über die Schulter geschaut, ne? Das sollte doch ein Kinderspiel sein. Oh, haben wir ein bisschen gelauscht? Oh, hallo, Naka! Bist du zufrieden mit deinem Zuhause? Entspricht alles deinen Erwartungen? Ist doch gleich viel gemütlicher. Häuser sind was ganz anderes als Zelte. Hm, man kann den Boden und die Tapete anpassen. Und man hat Platz, um nicht genutzte Möbel einzulagern. Oh, da ist noch mehr. Alle Hausbesitzer werden automatisch bei der Akademie des schönen Hauses angemeldet. Die ADSH wird dein Haus regelmäßig bewerten und dir Tipps geben. Es gibt sogar Preise für Mitglieder, die eine hohe Wertung erreichen. Keine Sorge, du wirst gar nicht merken, wenn dein Zuhause bewertet wird. Viel Spaß. Dann gäbe es noch eines, nämlich dein neuer Kredit. Das macht dann 98.000 Sterne, wie er sich freut. Okay. Ah, keine Bange, du kannst ihn in großen oder kleinen Schritten zurückzahlen. Rückzahlungen erfolgen über das den Bankautomaten oder das Portal. Das ist alles, was ich dir heute über Häuser erzählen muss. Aber ich habe noch eine Überraschung. Ich hoffe, du bist bereit. Ein erstklassiges Meilen-Item für dich. Ein Meilenticket. Ein Meilenticket? Ein Meilenticket ist ein spezieller Reisegutschein, den du nur über das Einlösen von Nukmeilen erhältst. Es ist schon ein Widerspruch. Wir wollen die Insel verbessern, aber auch den Zauber einer einsamen Insel bewahren. Aber es gibt beides. Mit einem dieser Tickets kannst du jederzeit zu anderen Inseln fliegen und Abenteuer erleben. Du kannst dort andere Abenteuer treffen oder Material für Bastelprojekte sammeln. Gestalte deine Reise so, wie du möchtest. Ich habe dir dein Ticket am Schalter im Flughafen hinterlegt, also hol es dir, wenn du dich reiselustig fühlst. Und jetzt viel Spaß in deinem neuen Zuhause. Kommt aus Asien. Achso, okay, deswegen braucht sie so lange, ja.
Ich hatte immer die Benjamin-Blümchen-Torte, aber die Bibi- und Tina-Torte, uff, normal sollte man auf die Packung schreiben, nur für Diabetes und Zigaretten. Boah, ich glaube echt, ey, da ist so viel Zucker drin. Aber ich meine, man isst sie auch nicht immer, ne? Also zwischendurch dann mal zu so besonderen Anlässen und dann. Jeden Sonntag gibt's die, ja. Ich freue mich schon auf meine erste Hausbewertung, ne? Also, hoffe, die sind gnädig. Was darf sein? Wollten wir mit ihm reden? Nö, alles gut. Möchte gar nicht mit dir reden. Möchte ich mit dir reden? Glückwunsch zum neuen Eigenheim. Ach so, ich wollte dann noch mit dir über etwas sprechen. Also falls du mal Zeit hast und so. Nur so als kleiner Vorschlag von mir. Nicht schimmern, wenn es jetzt nicht so gelegen kommt. Wann du magst. In Ordnung. Vorzüglich. Ich mach's auch ganz kurz, okay? Ich wollte mal fragen, hättest du Lust, an einem tollen Bauprojekt mitzumachen? Einem Laden. Je mehr hier auf der Insel los ist, desto mehr interessierte Kunden. Ist ja klar. Ich würde auch gerne ein viel größeres Sortiment anbieten, was hier aus Platzgründen nicht geht. Unser großer Häuptling weiß auch schon Bescheid. Häuptling! Nennen wir den jetzt selbst Häuptling. Nee, der ist Tommy. Und expandieren will er ja sowieso immer, du weißt ja. Es gäbe da nur ein kleines Problem. Unser Inselchen ist zwar super schön, aber nicht gerade ein Baumarkt. Und wo wir ja schon so viele Behausungen bauen müssen, für einen Laden bleibt da ja nicht viel. Aber weißt du was? Ich habe eine Idee. Du könntest doch einfach hier in der Natur Baustoffe sammeln. Von Bäumen, Steinen, Zeug, aus dem ein geschickter Bastler ein hübsches Geschäft errichten kann. Das ist sogar umweltverträglich. Wir haben uns da selbst erkundigt und so. Die Insel leidet nicht. Aber zurück zum Thema. Würdest du vielleicht Baumaterialien für unser Ladenprojekt besorgen? Wir würden uns auch erkenntlich dafür zeigen. Versteht sich ja von selbst. Eine Pfote wäscht die andere. Okay. Vielen Dank. Du bist spitze. So. Ich weiß, es ist ziemlich viel auf einmal, aber folgende Sachen bräuchten wir zu unserem Glück. Jetzt kommt's. Holz, Hartholz und Weichholz. Jeweils, naja, 30 Stück. 30, okay. 30 Stück pro Sorte. Und dazu 30 Stücke Eisenerz. Das ist auch egal, woher die Sachen kommen. Sie können von hier sein oder von einer ganz anderen Insel. Und keine Eile. Ja, ich habe noch keinen Baum weglaufen sehen. Haha. Mal gespannt, was wir dafür kriegen. Okay, jetzt müssen wir aber natürlich erstmal ganz, ganz dringend. Ihr wisst, was jetzt kommt. Unseren Sprungstab herstellen. Wir brauchen Weichholz dafür. Ich kann nicht mehr. Okay, wir müssen jetzt schlau denken, Leute. Auch eine Axt. Ja. Oder um es auch nicht auf Animal Crossing zu sagen, bin wieder da. Ey, Crossisch, sorry. Ich hoffe, es hat geschmeckt, Mio, und du bist satt. Hey Leute, wenn ihr Kanalpunkte übrig habt und auf diesem Kanal Horizon Profi Gameplay sehen wollt, es gibt eine Community-Herausforderung. Also rein da. Was Dafri sagt, genau. Wir sparen gerade darauf, ob ihr Bock drauf habt, dass wir das spielen. Wackelaxt ist fertig. Ich glaube, genug fürs Erste. Wir müssen jetzt erstmal mit der Wackelaxt hantieren. Richtig gut geschmeckt, sehr schön. Ja, die geht auch richtig schnell kaputt. Aber jetzt wird erstmal gefarmt. Also wir müssen erstmal hier was abschlagen. Wo kann ich denn unterscheiden zwischen Hartholz und Weichholz? Ich mache jetzt einfach mal den hier. Ah, das kommt dann später. Ach, die Bäume gehen dadurch gar nicht kaputt. Auch entspannt. Random Drop, okay. Hä, aber wie witzig ist, dass die Bäume da nicht kaputt gehen. Das finde ich witzig. Bäume gehen erst mit einer normalen Axt kaputt. Okay. Verstehe. Ja, Leute, dann gibt es jetzt erstmal einen Sprungstab, ne? 100 Äxte zerstören für nur. Oh Gott.
Okay, ich möchte etwas herstellen. Und zwar wollen wir einen Sprungstab. Oder machen wir auch direkt eine Wackelschaufel. Oh, wir brauchen noch ein bisschen Hartholz dafür. Weil Eugen möchte ja, dass wir ein paar Fossile ausgraben. Das können wir ja nur mit der Schaufel machen. Deswegen gibt es jetzt noch Schaufel. Mann. Wobei ich mir auch echt ein paar Störungen. Die Rübenpreise? Keine Ahnung. Kann ich überhaupt schon nach Rübenpreisen fragen? Aber ich habe da noch gar keinen Laden. Oder in dem Übergangsladen. Hartholz geht doch. Weiß gar nicht, ob die Rübenpreise haben. Deswegen. Ich kann es gerne mal gucken. Oh, nee, da wollte ich nicht. Nee. Oder kann ich das nochmal im Ich will was verkaufen? Nee. Menü, nee, ne? Okay, dann hätte ich gerne noch eine Wackelschaufel. Geil. Oh, ich glaube, wir haben schon wieder genug Meilen. Aber zuallererst gehe ich jetzt da an die Stelle, wo es so leuchtet. Ich will wissen, ob ich da graben kann. Tausend Sternis, Leute. Ich kann nicht mehr. Okay. Wir sind drüben, Leute. Wir sind drüben. Wir haben es geschafft. Geht der Stab kaputt? Hoffe nicht, wenn wir drüben sind. Wäre ja blöd, ne? Jetzt werden wir hier aber erstmal aufräumen. Wir haben jetzt einiges zu tun. Und hier werden wir mal wohnen. Das ist unser eigenes Heim dann hier. Wird dann auch eine Brücke geben. Und dann, ja.
wir haben jetzt alles abgekundschaftet. Aber bin ich blöd oder lagen Äste nur bei uns? Ja, ne? Äste lagen nur bei uns. Ja, und hier oben kommen wir halt noch nicht hin. Was ist jetzt eigentlich mit dem hier? Oh, er wacht auf. Ist die Pizza mit Hering endlich da? Ich habe schon online gezahlt. Also was? Keine Pizza? Wo bin ich? Wer bist du? Wer bin ich? Oh, Moment, das letzte weiß ich. Ich bin niemand anderes als Gulliver, reisende Seemöwe der sieben Weltmeere. Hast du mich gerade die ganze Zeit angestupst? Danke für den Weckruf. Sonst hätten die leckeren Halluzinationen wohl nie aufgehört. Kannst du diesem wasserdurchgespülten Vogel hier noch einmal vergeben? Dein stures Starren deute ich mal als ja. Offenbar bin ich wieder mal eingenickt und über die Reling gefallen. Das ist eine putzige Angewohnheit von mir. Passiert ständig. Die anderen Seeleute lachen sich immer in Mast, wenn ich mal wieder über Bord gehe. Keine Sorge, die Jungs sind in Windeseile hier und holen mich ab. Mein Ass im Flügel, weißt du? Ich rufe einfach schnell um Hilfe, indem ich meine treuen praktischen was? Meine Güte, mein treuer praktischer Fernsprecher ist kaputt, das ist weder treu noch praktisch. Mickrige Makrelen, das Ding ist völlig abgetakelt und es fehlen einige Fernsprecherteile. Ich muss also warten, bis mich meine Mannschaft von selbst findet. Hm, das wird dauern. Meine Seemannsmetaphern reichen nur noch wenige Stunden. Ich heule hier rum wie eine arme kleine Robbe. Suchst du mir meine Fernsprecherteile, bitte? Ich werde sie natürlich suchen. So einen lieben Empfang hatte ich zuletzt, als ich an Kushikulanien angespült wurde. Die Fernsprecherteile müssen irgendwo im Sand verborgen sein. Ich brauche nur noch 5 Teile. Wenn du sie findest, packe ich sie wieder hier rein. Zumindest versuche ich es. Meine Mannschaft sucht mich sicher, deshalb bleibe ich lieber hier und halte nach ihrem Schiff Ausschau. Die Jagd nach den Teilen überlasse ich dir. Ich glaube an dich. Oh ja. Ja, okay. Wird halt nicht langweilig, ne? Das ist ein Radiorekorder für die Gruppengymnastik. Au ja, Gymnastik. Okay, komm, lass da mal einfach mal mitmachen. Anleitung zum Gruppengymnastik. Es gibt 2 Steuerungsoptionen. Du kannst sie entweder mit einem Joy-Con in der Hand selbst bewegen oder Knöpfe auf einem Controller drücken. Die Bewegungssteuerung ist nur mit einem Joy-Con möglich. Zu Beginn der Gymnastik werden Anleitungen für die Bewegung oder Kopf Eingaben angezeigt. Versuche, den Anweisungen zu folgen, um dich im Einklang mit den anderen Teilnehmern zu bewegen. Welche Steuerungsart möchtest du für die Gruppengymnastik verwenden? Wähle Knöpfe, wenn dir geraten wurde, körperliche Aktivitäten einzuschränken oder du dich dabei unsicher fühlst. Na, eigentlich Bewegung, aber da muss ich die hier eben rausnehmen. Kann ich es jetzt so machen? Brauche ich beide dafür? Okay, ich bin bereit. Okay. Gott, wir spielen jetzt hier richtig was? Ich bin ja ein bisschen gespannt, ne? So ein Kürbis, ja, hatten wir überlegt, aber dann dachte ich, dass wenn man sich das dann nochmal auf YouTube oder so anguckt und dann sind da so Kürbisse und dann guckst du jetzt nachher im Sommer oder so an, dass das dann blöd ist, deswegen haben wir das nicht gemacht. Könnte man theoretisch machen, ja. Aber ich fand es eigentlich auch schon ganz toll, wenn wir das, also gerade wenn wir Just Chatting machen, wenn das dann drin ist. Ja, genau, Daphne, da ist so einer mitten im Bild, genau. Okay, Leute, es gibt jetzt Sport, ne? I'm ready.
nicht den Tisch schlagen. Ich springe! Springen! Ja, die springen wollten die nicht, ne? Wunderbar! Ich kann nicht mehr! Was war das denn? Hä? Ich liebe das neue Animal Crossing. Wie toll ist es denn bitte? Du machst einfach Sport. So, alle Teile sind hier wieder ordentlich reingequetscht, wie die Sardinen. Läuft das Ding jetzt? Ahoi Mannschaft, ich bin's, euer Findevogel. Also, es ist schon wieder passiert. Kommt ihr vorbei und holt mich ab. Hier sind meine Koordinaten. Gulliver Ende. So, das sollte reichen. Du bist die Beste. Vielen Dank für deine Hilfe. Ich zeig mich irgendwann dafür kenntlich. Behalte deinen Briefkasten im Auge. Ich schick dir was. Es haut den stärksten Kraken aus den Socken. Wobei, tragen Kraken überhaupt Socken? Allein das Anziehen dauert doch bestimmt ewig. Ah, ich bin gerettet. Als nächstes stundenlang ungeduldig hin und her laufen. Dann wollen wir mal. Oh mein Gott, ich bin gespannt, was wir von ihm bekommen. Eine Teppichmuschel. Wir können Köder benutzen. Geil. Ach Leute, wir sind gar nicht mehr zum... Flughafen gegangen, was man da jetzt alles so machen kann. Nochmal mit denen quatschen, weil wir waren ja gestern nur einmal da. Aber da konnten wir noch nicht wirklich was machen. Hallo! Sehr erfreut. Ich bin Bodo, das Bodenpersonal für Dodo Airline. Dodo! Hier ist einfach ein Dodo! Schon wieder Ark. Ark und Animal Crossing. Ähnlicher als man denken kann. Dodo Airlines. Die Crew mag flugfähig, unfähig sein, aber das hält uns nicht ab. Von hier aus kannst du andere Inseln besuchen, Freunde hierher einladen oder Überraschungstouren machen. Oh, und wir bieten hier im Flughafen noch einen Postdienst an. Jeder freut sich über eine Karte, oder? Wenn du jemandem eine schicken möchtest, schau dir mal unseren Kartenständer da rechts an. Dodo Airlines, ja. Tja, die Insel ist klein, da macht sowas schnell die Runde. Ich habe gerade von Tom Nook ein Meilenticket mit dem Namen Naka drauf erhalten. Das wäre dann also deins. Wenn du es einsetzen möchtest, sag einfach, ich möchte fliegen, alles klar? So, was kann ich für dich tun? Nee. Willst du wissen, was dein Meilenticket ist? Da bist du halt mit dem bla bla bla. Überraschungstour. Okay. Ist ja egal, Leute, wenn wir jetzt... Wir haben jetzt halt nicht so viel Werkzeug. Ich gebe es zu. Wir haben ja keine Axt, ne? Das ist schon ein bisschen belastend. Die ist weg, aber ist ja egal. Wir wollen jetzt hier alles erleben. Dankeschön.
Udo, Roger, kaum zu glauben, aber Flug Lebkuchen ist sicher auf der... Wie gruselig ist das denn jetzt, bitte? Creepy, total, oder? Flug Lebkuchen ist sicher auf der Zielinsel gelandet. Spektakulär, ich kann nicht mehr. Das ist zu viel für mich. Okay, ja. Spektakulär finde ich auch. Bist du das erste Mal mit auf Tour? Da mache ich dich mal mit ein paar von den Grundlagen vertraut. Erstens, wer was findet, der kann es auch behalten. Egal ob Holz, Obst, Fisch, hast du Platz, nimm's mit. Zweitens, wer ein Werkzeug vergisst oder sonst wie vergeigt, der kriegt es ersetzt, aber nur für meinen. Damit wären wir auch gleich bei der goldenen Regel, die du dir am besten mit Rotstift in das Ohr schreibst. Alles, was hier bleibt, bleibt auch hier. Für immer. Du siehst diesen Ort nie wieder. Ich auch nicht. Niemand. Noch auf dem Rückflug verbrenne ich eigenhändig den Flugplan wegen der Sicherheit. Mehr sage ich nicht. Okay. So schwer ab und falls du in der Patsche steckst, fragt dich einfach, was würde ein Pilotenbogen tun. Nur zu, ich warte hier und flieg nicht weg. Komm vorbei, wenn du Werkzeug oder einen Flug brauchst. Oder Bienchen oder Bäumlein, der Dodo sagt, pack's einfach ein. Etwas herstellen. Brauch halt eigentlich eine Wackelaxt, ne? Leute, es ist ja krank hier. Also vielleicht muss ich gleich ein bisschen was loswerden. Wir haben nämlich leider unsere Taschen voll. Aber da hinten war sogar schon jemand. Oh mein Gott, und hier gibt es ja auch eine Axt und alles. Tauschen. Eine Schnecke haben wir schon. Die kann freigelassen werden. Kokosnuss! Es gibt eine Kokosnuss! Wer hat die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geklaut? Ja, wir brauchen eine Kokosnuss. Hallo, ne? Ich möchte daran schütteln. Achso, weil wir das jetzt in der Hand haben, bitte das nicht. Okay, wir haben halt jetzt das Taschenproblem, ne? Unkraut kann weg. Geil, Leute, jetzt können wir sogar bei uns Kokosnüsse pflanzen. Und wer bist du? Hallo? Hallo, Daune. Supi, dass du hier bist. Ich bin Daune. Kommst du auch von einer anderen Insel? Star City? Wahnsinn, das ist echt weit. Nur mit mir auf dieser coolen Insel abzuhängen. Lass uns total die Party machen mit Glitter und Lasershow. Willst du nicht mehr tun? Das Einzige, was besser ist, als einen Tag auf einer Insel zu chillen, ist, jeden Tag auf einer Insel zu chillen. Wenn man Zeit auf einer Insel verbringt, findet man so voll... zu sich selbst und kann sich Hallo sagen. Wenn ich auf einer Insel leben würde, wäre ich der mega entspannteste Popstar überhaupt. Wollen wir sie bei uns haben? Ja, oder? Zieh doch auf meine. Nach Star City ziehen? Wahnsinn. Ja, klar will ich. Eigentlich wäre ja jede Insel cool, aber mit dir ist jede Insel so viel cooler. Hey, wie süß ist sie denn? Hey, alle mal herhören. Ich ziehe nach Star City. Yay! Wahnsinn, Umzug, oder? Gar voller Stress. So viel zu tun. Muss mich beruhigen. Ganz total beruhigen. Muss meinen inneren Popstar finden. Jetzt geht's wieder los. Also, ich muss einfach nur mit Tom Nook reden. Voll easy. Ich kann meine stylische neue Star City Postleitzahl kaum noch erwarten. Ja, eigentlich können wir jetzt auch wieder gehen, weil wir können sonst eh nichts mehr einsammeln. Wir haben Kokosnüsse, wir haben ein paar Birnen. Wir haben eine Blume im Haar. Ja, die können wir leider nicht mitnehmen.
Okay, dann ciao. Ich habe ihren Namen vergessen. Dude? Wir sehen uns in Star City. Bananenquark an Obstsalat. Was kann ich für dich tun? Ich möchte zurück. Du willst Flug, Bananenquark und Ziel Star City nehmen? Hast du auch nichts vergessen? Los geht's. Roger, fertig machen zum Abflug. Irgendwie nicht. Doch! Süß! Leute, ich bin immer mehr begeistert von dem Spiel. Also was wir jetzt heute schon wieder alles machen konnten, war so, so cool. Es ist auch so, so cool, dass wir jetzt endlich mal auf die anderen Gebiete unserer Insel konnten. Es fehlt uns jetzt natürlich noch die Leiter, damit wir auch mal da auf die Erhöhungen kommen können. Aber das wird es bestimmt auch bald geben. Ich werde auf jeden Fall weiterspielen und freue mich, wenn ihr dabei seid. Schreibt gerne mal in die Kommentare. Kriegen wir bald die Leitern oder dauert das noch ein bisschen? Also da bin ich ja tatsächlich immer ein bisschen ungeduldig, was sowas angeht. Ihr könnt dem Part aber auch gerne einen Daumen nach oben geben, wenn ihr weiter Animal Crossing Videos sehen wollt. Dann könnt ihr uns aber auch super gerne abonnieren und die Glocke aktivieren. So verpasst ihr sowieso gar kein Video mehr auf unserem Kanal. Schaut aber auch super gerne bei unserem anderen YouTube-Kanal Naka vorbei. Dort gibt es unter anderem Shorts, aber auch coole Lifestyle- oder Food-Videos. Und in diesem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!